Die Rolle der Frauen bei dieser US-Wahl. Annika Brockschmidt, Historikerin, Journalistin, USA-Expertin. Warum waren die Frauen in diesem Wahlkampf, warum sind die Frauen bei dieser Wahl in den USA vielleicht noch mal wichtiger, als sie es schon früher immer gewesen sind? Das hat, denke ich, ganz zentral damit zu tun, dass der Oberste Gerichtshof ja im Sommer 2022 im Fall Dobbs das Grundsatzurteil von 1973 im Fall Roe gegen Wade aufgehoben hat, das ein landesweites Recht auf Abtreibung garantiert hat. Und der Oberste Gerichtshof hat eben vor 2 Jahren gesagt, nein, es gibt kein unter dem Recht auf Privatsphäre in der Verfassung festgeschriebenes Recht auf Abtreibung. Wir überlassen das den Bundesstaaten. So wurde das auch PR-mäßig also dargestellt. Nein, es geht hier nicht um ein Abtreibungsverbot. Das sollten die einzelnen Staaten entscheiden. Das hat zur Folge, dass in den republikanisch regierten Bundesstaaten drakonische Abtreibungsverbote in Kraft getreten sind, die bis dahin durch das Grundsatzurteil aus den 70er Jahren blockiert worden waren. Seitdem haben republikanische Legislativen einen Teil dieser ohnehin schon starken Verbote noch mal verschärft. Beispielsweise in Florida, Ron DeSantis hat es jetzt auf ein 6-Wochen-Verbot verschärft. Und die Schlagzeilen, die diese Abtreibungsverbote produziert haben, die sich im Übrigen nicht nur auf die Beendigung von ungewollten Schwangerschaften auswirken, sondern die auch die Gesundheitsversorgung beispielsweise bei Fehlgeburten, also auch bei potenziell gewollten Schwangerschaften, unmöglich machen, weil sie, und das ist den meisten dieser Verbote zu eigen, weil sie eben als Ausnahme oder als sogenannte Ausnahme, wenn es denn eine gibt, sagen, eine Abtreibung ist nur in der Ausnahme erlaubt, dass das Leben der Mutter in Gefahr ist. Und das hatte zur Folge, dass diesen Sommer der Supreme Court in einem anderen Fall verhandelt hat, stundenlang, wie viel Organschäden einer Frau zugemutet werden können, wie lange sie bluten muss. Das muss man, glaube ich, wirklich ganz offen so drastisch sagen, bis sie die rettende Abtreibung bekommen kann, beispielsweise wenn sie eine Fehlgeburt erleidet, wenn sie eine Sepsis hat, wenn es Schwangerschaftskomplikationen gibt. Und die Schlagzeilen, die produziert wurden, also wir haben schon von den ersten Todesfällen, die ersten bestätigten Todesfälle sind jetzt 4 an der Zahl. Die ersten beiden kamen aus Georgia, wo ein medizinischer Untersuchungsausschuss zu dem Schluss gekommen ist, dass der Tod 2 junger Mütter hätte verhindert werden können, wenn es das Abtreibungsverbot des Staates nicht gegeben hätte. Das mobilisiert Frauen unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit, unabhängig auch von ihrem Alter. Es gab einige republikanische Politiker, die sich darüber ganz verwundert gezeigt haben. Ein Lokalpolitiker, der gesagt hat, ich weiß gar nicht, warum das Frauen jenseits der Menopause interessiert. Und ich glaube, der wichtige Punkt ist, dass Republikaner, abgesehen davon, dass ein grundsätzliches Empathieproblem zu sein scheint, dass sie auch nicht damit gerechnet haben, dass auch ältere Frauen, die sich vielleicht selbst noch daran erinnern können, wie es war vor 1973, vor Roe, oder die Frauen in der Familie hatten, die damals gelitten haben oder die sogar gestorben sind, weil sie weil es kein Recht auf Abtreibung damals gab, die jetzt sagen, wir gehen dahin nicht zurück, unabhängig davon, ob ich mit Harris in anderen politischen Fragen übereinstimme oder nicht. Offenbar hat es mobilisiert. Mobilisiert hat auch ein anderes Thema. Das habe ich auch bei Ihnen nachgelesen. Wir haben in den vergangenen Tagen viel über mögliche Gewalt nach der Wahl gesprochen. Vor allem auch für das Szenario, Donald Trump gewinnt diese Wahl. Wir haben aber wenig darüber gesprochen, was dieses Gewaltszenario möglicherweise mit dem Wählerinnen- und Wählerverhalten macht. Ja, also es gab in den letzten Monaten auch vereinzelt Berichterstattung über groß angelegte Versuche, organisiert von mit Republikanern verbündeten Gruppierungen und Thinktanks, beispielsweise eine, so wurde das formuliert, eine ganze Armee von eigenen sogenannten Wahlbeobachtern loszuschicken, die also überprüfen sollten, ob es auch alles mit rechten Dingen zuginge. Das Ganze natürlich angetrieben von der Lüge, dass Demokraten die Wahl nur gewinnen könnten, wenn sie denn betrügen würden. Und das hat zur Folge, dass man natürlich damit rechnet, vor allem in bestimmten Hotspots, dass es potenziell zu Einschüchterungsversuchen kommen könnte. Wir haben jetzt, ich glaube, es war gestern,
den District Attorney, also den Bezirksstaatsanwalt von Philadelphia gesehen, ein Demokrat, der gesagt hat, er kann nur jeden davor warnen, zu meinen, man müsse jetzt hier Miliz spielen und zu versuchen, Wähler einzuschüchtern. Und er hat das formuliert als, ich zitiere, "F around and find out". Also ich glaube schon, dass man sagen kann, dass die Sicherheitsbehörden gerade auf Basis dessen, was wir vor 4 Jahren gesehen haben, nochmal in höherer Alarmbereitschaft sind. Was schwer abzuschätzen ist, ist natürlich, was passiert, wenn Donald Trump verlieren sollte und was dann seine ja ohnehin schon radikalisierten Anhänger tun werden. Er trägt in den letzten Tagen und Wochen erstaunlich oft nicht mehr seine rote Cappy, sondern eine Baseball-Cap in den Farben der Proud Boys, einer Milizgruppe. Wir erinnern uns, vor ein paar Jahren hat er denen ja schon gesagt, stand back and stand by. Also er hat da ein enormes Potenzial für Chaos und auch für Gewalt zu sorgen. Und da muss man, glaube ich, wirklich drauf schauen. Und da müssen wir uns potenziell auch auf schlechte Nachrichten einstellen, selbst wenn Kamala Harris gewinnen sollte. Und wer sich dafür noch mehr interessiert, dem darf ich wärmstens Ihren Podcast ans Herz legen, Kreuz und Flagge. Auch da habe ich mich nämlich schlau gemacht. Danke für diese Einschätzung an dieser Stelle an Annika Brockschmidt, Historikerin, Journalistin, USA-Expertin. Sehr gerne, vielen Dank.